Ja, hallo und willkommen zum kurzen Update. Ja, jetzt funktioniert es komischerweise. Was heißt, jetzt funktioniert es wieder? Hier der Rechner. Hier, das hier ist, da unten sieht man die Batterie, da ist dieser Reset-Taster. Jetzt hatte ich den hochgefahren, ich habe resettet, dann habe ich den hochgefahren. Ja, ich habe den hochgefahren, resettet. Dann kam dieses XP mit diesem Ladebalken. Danach kam dann dieses Willkommen. Das dauerte dann eine Zeit, dann habe ich wieder resettet, dann sprang er an. Irgendwann einmal bei der Maus muss ich erst die Batterie rausholen, wieder reintun, dass die Maus wieder normal erkannt wurde. Also jetzt scheint er wieder normal zu laufen. Gut, die Uhrzeit stimmt natürlich nicht. Mal gucken, ob das nur von kurzer Dauer ist. Ich war bei uns im Discounter, die haben auch nur die Billigbatterien. 95 Cent für 3 Batterien. Da muss ich morgen mal, wenn ich in der Stadt bin, da muss ich mal nach Waterbatterien oder sowas gucken. Da will ich wohl eher fündig, aber heute werde ich das wohl nicht mehr machen. So, danke für die vielen Kommentare, die geschrieben wurden. Thorsten Zupack geschrieben, Batterie rausnehmen. Einer hat geschrieben, resetten. Einer hat geschrieben, andere Batterie reinmachen. Die andere Batterie habe ich heute nicht bekommen. Da muss ich dann morgen gucken. So, tschüss und nochmal danke für die Kommentare.